In meinem letzten Tutorial für Photoshop bin ich drauf gekommen, eine Polaroid-Collage mal zu machen. Und dann dachte ich mir, hey, irgendwas Cooles mit Polaroid könnte man sicherlich in After Effects auch tun. Und tralala, hier ist es, das Tutorial für eine Polaroid-Collagen-Animation hier in After Effects. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Abonniere noch heute meinen Kanal und läute vor allem die Glocke, damit du künftig keines meiner Tutorials verpasst. Ja, dann erstellen wir uns als allererstes mal eine neue Komposition. Das Ganze nenne ich jetzt mal hier Polaroid Komposition Comp. Größe UHD 4K, 29,9 Framerate, Auflösung mache ich ein Viertel, damit die Vorschauen schneller laden und die Dauer jetzt hier mal 15 Sekunden und bestätige das Ganze mal mit OK und schiebe mir das hier bloß mal für mich in meinem Projekt einfach auch in den Ordner, damit ich ein bisschen den Überblick bewahre. Ja, dann habe ich mir hier mein Bild rausgesucht. Das zieht ihr euch einfach hier in eure Komposition, drückt ein S für die Skalierung und passt die Größe einfach an, so dass es schön in der Komposition steht. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann mache ich das hier mal zu. Dann klickt ihr euch das Ganze an und dupliziert euch das Ganze einmal. Dann wählt ihr das untere Bild aus, rechte Maustaste, Unterkomposition erstellen und nennt das Ganze mal Schwarz-Weiß-Bild. Dasselbe machen wir mit dem oberen Bild, rechte Maustaste, Unterkomposition und nennt das Ganze Farbbild. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dann blendet ihr mal die Farbebene aus und wählt eure Schwarz-Weiß-Bildebene aus. Geht dann hier in die Effekte und Vorgaben und sucht euch mal den Effekt Färbung. Zieht den ganz einfach da drauf und dadurch wird die untere Version schwarz-weiß. Ja, dann könnt ihr die Farbbildversion auch wieder einblenden. Wenn ihr das gemacht habt, dann schnappt ihr euch hier oben das Rechteckwerkzeug, achtet darauf, dass die Flächenfarbe auf eine Volltonfarbe eingestellt ist und die Kontur hier über dieses Symbol ausgeschalten ist. Wählt euch dann schwarz als allererste Farbe mal aus. Ja, und dann haltet Shift gedrückt und zieht euch hier ein schönes Quadrat hin. So die Größe. Achtet darauf, dass wenn ihr es aufgezogen habt, der Ankerpunkt in die Mitte kommt. Und das tut ihr am besten über Ebene transformieren und hier Ankerpunkt in der Mitte des Ebeneninhalts. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann nennen wir das Ganze mal um in Alpha 1. Und jetzt probiere ich nur mal was aus, um sicher zu gehen. Jawohl, das funktioniert. Das könnt ihr eigentlich auch tun. Wie gesagt, schaltet dann hier beim Farbbild den Alpha-Kanal auf Alpha 1 um. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dann dupliziert ihr euch Alpha 1 nochmal und blendet es hier vorne wieder ein. Das ist jetzt Alpha 2. Und da braucht ihr auch nichts weiter tun. Geht dann nochmal auf Alpha 1 und dupliziert euch das und benennt dann die Ebene Alpha 3 um in Polaroid und blendet sie vor allen Dingen auch wieder ein. So, und dann geht ihr hier oben einfach mal auf die Flächenfarbe und ändert die Farbe dieser Fläche jetzt dann einfach hier mal in Weiß, drückt dann S für die Skalierung und skaliert das Ganze ein bisschen hoch, so dass dieser weiße Rand um das Polaroid entsteht, so der charakteristische weiße Rand. Ja. Und wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr hier einfach mal das Symbol bei Proportionen beschränken raus, schnappt euch dann aber zuerst hier das Ausschnittwerkzeug, verschiebt den Ankerpunkt an die obere Kante. Und wenn ihr das gemacht habt, dann schnappt euch wieder hier euer Auswahlwerkzeug in der Mitte, unten den Anfasser und zieht dann hier unten den weißen Bereich rein, so dass es jetzt tatsächlich danach aussieht wie ein Polaroid. Ja. Dann ist es noch wichtig, damit wir auch was sehen, dass ihr hier bei der Ebene Polaroid den Alpha-Kanal auf die Alpha-Maske 2 stellt, aber hier nicht auf Alpha, sondern umgekehrte Alpha-Maske. Ja, und damit habt ihr jetzt hier ein Polaroid erstellt. Und bevor wir jetzt irgendwas verschieben oder machen, ist jetzt wichtig, dass ihr hier bei Alpha 1 die Schnecke, das übergeordnete Auswahlwerkzeug wählt, ich werde es weiterhin Schnecke nennen, festhaltet mit der linken Maustaste und dann hier einmal auf die Ebene Polaroid zieht und dasselbe macht ihr bei Alpha 2 so. Und jetzt könnt ihr dieses Polaroid innerhalb eurer Komposition verschieben und immer wo das Polaroid ist, wird der Bereich farbig dargestellt. Ja, damit haben wir einen ganz, ganz guten Anfang gemacht. Aber jetzt wollen wir natürlich das Ganze noch ein bisschen schön machen. Dazu zoome ich jetzt hier mal auf 100% und stelle jetzt kurzzeitig mal die Auflösung um auf voll. Ja, und dann geht ihr hier in eure Effekte und sucht euch einfach mal den Schlagschatten und den zieht ihr hier einfach auf die Ebene Polaroid. Dann ändern wir hier mal den Winkel auf, ja, so 19 Grad, denke ich mal, so dass die Kante, dass der Winkel tatsächlich nach hier oben scheint, mehr oder weniger. Ich erhöhe mal kurz ein bisschen den Abstand, aber auch nicht zu viel. Also ich sag mal 9, dann machen wir das Ganze noch ein bisschen weicher, ordentlich weich.
ich gehe jetzt hier mal auf 43. Also die Entfernung habe ich jetzt hier auf 11 und die Glättung auf 43 und einen Winkel von 19 Grad bei einer Deckkraft von 50%. Das sollte passen. Ich zoome mal wieder raus auf Fenstergröße. Ja, dann mache ich das hier mal zu. So, und jetzt wollen wir natürlich heute insgesamt 4 Polaroids animieren und dazu brauchen wir natürlich jetzt Kopien. Wichtig ist jetzt, ihr wählt jetzt hier mal die Ebene Farbbild aus, haltet Shift gedrückt und drückt dann auf die Ebene Alpha 2, sodass ihr diese 4 Ebenen ausgewählt habt und färbt diese jetzt erstmal um. Und ich färbe die jetzt hier mal in Orange, damit ich einfach weiß, dass die zusammengehören. Wenn ihr das gemacht habt, dann dupliziert ihr das Ganze mit Command D. Wichtig, schiebt es dann hier wieder schön zusammen und färbt bitte auch das um. Und dann nehmen wir jetzt hier mal ein Lavendel. Ja, und das Ganze duplizieren wir nochmal, schieben es wieder zusammen und färben es hier um. In Fuchsia. Und ein letztes Mal duplizieren, wieder zusammenschieben und dann nehmen wir jetzt hier bitte irgendeinen Grünton. Dunkelgrün würde mir sehr gut gefallen. Ja, dann nehmen wir hier mal Grün. So, und damit wir jetzt einfach auch den Überblick bewahren bei dem Ganzen, ist es jetzt wichtig, dass wir hier ein bisschen Übersicht schaffen. Ihr habt ja jetzt hier noch die Einstellung für die Anzeige hier unten in euren Ebenen, dass ihr das so seht. Schaltet es einmal um, Schaltermodi, so dass er hier diese Einstellungen bekommt und klickt jetzt hier in dieser Spalte, wo dieses Verbergen-Symbol ist, auf alle Ebenen, außer die Polaroids. Also hier Alpha 8, 7, Farbbild, Alpha 6. Also alle Ebenen, die nicht Polaroid heißen, werden jetzt hier einfach mal angeklickt. Das mache ich jetzt eben mal. Ja, genau. Das hätten wir jetzt. Also jetzt dürften, also das Symbol darf jetzt nicht aktiviert sein bei Polaroid 4, Polaroid 3, Polaroid 2 und Polaroid 1 oder Polaroid und auch nicht beim Schwarz-Weiß-Bild. Ja, und dann klickt ihr hier einfach mal in dieser Symbolleiste auf, blendet die Ebenen aus und so haben wir jetzt hier nur noch unsere Polaroids und die können wir jetzt wie wild verschieben. Ich schiebe das mal dahin. Polaroid 2 schiebe ich mal dahin. Ja, ihr seht, so funktioniert das und ich stelle jetzt mal die Auflösung wieder runter, weil er sich sonst hier bei mir totrödelt. Ja, und dann schiebe ich das alles mal ein bisschen beiseite und dann fangen wir doch einfach mal an. Dann nehme ich mein allererstes Polaroid und suche mir mal die Position, die das am Ende haben soll, wenn es dann hier einschwebt. Was jetzt noch ganz cool wäre, wäre, wenn ihr hier vielleicht jetzt auch dafür sorgt, dass wieder der Ankerpunkt in die Mitte kommt. Also ihr wählt hier Polaroid aus und sagt einfach Ebene transformieren und den Ankerpunkt in die Mitte setzen. Und dann können wir das Ganze über R nämlich auch ein bisschen rotieren. Dazu drehe ich das jetzt hier mal ein bisschen in die Richtung, die ich haben will. So in etwa. Ja, und verschiebe mir das noch ein bisschen und bin erstmal zufrieden und mache das hier auch erstmal wieder zu. Dann schnappe ich mir mein Polaroid 2 und schiebe mir das ja, jetzt mal hier hin. Rotiere mir das auch ein bisschen so in die Position. Man kann es natürlich auch so machen. Also man muss jetzt nicht den Ankerpunkt versetzen, aber es ist halt einfacher manchmal. Und dann schnappe ich mir das dritte Polaroid und ja, dann finde ich das doch hier schon mal ziemlich, ziemlich cool. Aber rotiere das natürlich auch wieder ein bisschen. Ja, so in den Bereich. Ja, das soll mir passen. Verschiebe mir das. Ich finde jetzt hier das Boot ziemlich cool. Ich werde das noch ein bisschen drehen. Ein bisschen wilder drehen. Spricht ja auch nichts dagegen. Genau. Ja. Und als Kontrast dann jetzt das vierte Polaroid. Das schiebe ich mir erstmal zurecht. Und das werde ich auch rotieren. Ungefähr. Vielleicht so. Und das hier ein bisschen so an den Rand ziehen. Ja, das könnte man eigentlich sowieso tun. Also das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, dass man das hier ein bisschen mehr so. Komma Z. Also das Polaroid wählen und dann einfach hier auch ein bisschen schieben noch. Ja. Einfach einrichten, so dass es euch gefällt und erstmal die Endpositionen mehr oder weniger festlegen. Und dann machen wir das hier auch noch. Da gehe ich jetzt hier ruhig mal auf diese Kante. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann ist es ganz easy. Dann wählt ihr euch die Ebene Polaroid bis Polaroid 4 alle mal aus. Und dann sagen wir einmal, wir wollen die Position animieren. Wir drücken also P, halten dann Shift gedrückt und sagen, wir wollen auch an der Rotation ein bisschen arbeiten. Ja, und jetzt gehe ich hier einfach mal ein ganzes Stück weit raus, damit ich einfach ein bisschen den Überblick bewahre. Und jetzt fangen wir an zu animieren. Ihr setzt euch den Abspielknopf einfach auf den Anfang, haltet Command gedrückt und geht dann mal 6 Frames nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und setzt jetzt bei Position und Drehung bei allen Ebenen einfach mal hier einen Keyframe und bei der Drehung auch. Ja, dann geht ihr wieder auf den Anfang und dann fangen wir doch mal an mit dem ersten Polaroid.
Ich klicke hier mal ins Leere und dann wähle ich mir dieses Polaroid und ich möchte, dass das von da oben kommt und werde das auch noch ein bisschen drehen. Ja, dass das ein bisschen sich bewegt innerhalb der Bewegung. So, ja. Dann schnappen wir uns das zweite Polaroid. Das soll von da kommen. Und auch das drehe ich wieder ein bisschen. Schiebe es noch ein bisschen weiter raus. So. Das dritte Polaroid, das möchte ich, dass von da oben kommt. Und drehe das auch ein klein bisschen. Wobei, wie gesagt, die Drehungen jetzt nicht ultra wichtig sind, aber ich finde es halt cool. Ist halt eine zusätzliche kleine Animation. Ja, und dann schaffen wir uns das vierte Polaroid. Und das, würde ich sagen, kommt von da ganz unten. Von hier so. Und auch das drehe ich wieder ein bisschen anders. So, ist jetzt nicht so wild. Ja, und dann schauen wir uns das doch mal an. Das war jetzt sehr schnell, logischerweise. Aber jetzt schnappen wir uns natürlich diese einzelnen Animationen und Frames. Hier erstmal Polaroid 2, die 4 und verschieben die einfach ein Stück weit im Bild. So können die natürlich nachher noch anpassen. So, und dann schiebe ich das mal hier raus. Schiebe das mal auf den Anfang, dann gucken wir uns das mal an. Ja, das sieht doch schon mal ziemlich, ziemlich cool aus. Vielleicht könnte man das dann noch ein bisschen easy easen. Ich klicke das mal an. Ja, wählt euch das doch einfach mal aus mit Easy Ease, aber da würde ich tatsächlich nur die hinteren Frames wählen, also dann F9 drücken, einfach mal. Jetzt hier bei den Positionen jeweils das Ganze noch Easy Easen. Bei der Drehung würde ich das nicht machen, das kann ruhig ein bisschen abrupter sein, aber die Bewegung selber kann ein wenig flüssiger laufen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ja. Und das sieht doch schon mal ziemlich, ziemlich cool aus. Finde ich zumindest. Jetzt kann man natürlich das Ganze noch ein bisschen stretchen, weil es vielleicht doch zu schnell ist. Dann schnappst du dir immer die hinteren beiden und schiebst die halt noch ein Stück rüber. So zwei Frames sollten genügen, dass das Ganze nicht ganz so schnell läuft. Aber wie gesagt, da sind ja jetzt überhaupt keine Grenzen gesetzt. Stell es dir so ein, dass es dir gefällt. Und ich finde, so sieht das doch schon mal ziemlich, ziemlich cool aus. Ja, das war mal eine Tutorial-Idee, nachdem ich, wie gesagt, ein Tutorial für Photoshop gemacht habe, in dem es eben, wie gesagt, um Polaroid-Collagen ging. Ich hoffe, dieses Tutorial hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir einfach einen Daumen nach oben da. Ansonsten, ja, abonniere den Kanal, wenn du es nicht eh schon getan hast. Aktiviere dann aber auch die Glocke, damit du künftig keines meiner Tutorials mehr verpasst. Ja, und in diesem Sinne bin und bleibe ich dein Tutorial, genau, dein Frucolakas.